So, jetzt müssen wir warten, bis Konstantin wieder voll geheilt ist. Das kann ein bisschen dauern. So. So, jetzt fehlt noch das Grab von Vator Kadu. Da bin ich mal gespannt, was das sein soll. Das Grab von Vator Kadu enthält mehr Überreste als Überreste von Suchenden als Überreste der Familie Kadu. Auch wenn das Grab jetzt unter Dünen vergraben ist, lebt die Erinnerung an eine versuchte Plünderung weiter. Assumed his wealth would be robbed by future Kith and planned accordingly. Gehe vorsichtig und mit Bedacht vor, dem Vator Kadu wusste, dass sein Reichtum geringe Gestandene anlocken würde und hat entsprechend geplant. Hell ain't a place for gems and jewelry. Das ist kein Ort für Edelsteine und Schmuck. Also ja, wir haben da den Untoten. Ich sehe es. Ich sehe alles. Of course. My dear, ich bin blind, hä? Okay, ich könnte eine oder zwei Fallen übersehen. Die da sehe ich auf jeden Fall. Im Außenbereich sind Fallen, die ich nicht entschärfen kann, weil ich sie nicht sehe. Und ich habe auch wahrscheinlich niemand genug mit genug Wahrnehmung, der das kann. Ne. Happily. Außer Seraphin sieht die Fallen. Sieht aber nicht danach aus. What can I do? I'm here. Gut. Yeah. Only 'cause I like you. Die Fallen habe ich alle entschärft, die ich entschärfen konnte. What the hell? Das war nicht gut, dass da durch uns durchgewalzt ist. Ich bin doof, oder? Warum kämpfe ich da unten? Und warum kämpfe ich zuerst gegen die Gegner? Okay, es sind keine Fallen, es sind Flammkugelspawner.
What can I do? Certainly. Of course. We're not alone. Yet? Glory be to God! Frog in the figurehead. No! Get by. I'll be cleaving it to the frisket. Ich hätte das anders machen sollen. Also ja, da oben bin ich schon mal sicher vor den Feuerbällen. Was gut ist. Ich sollte aber erst mal aufstellen, in Aufstellung gehen. Und eigentlich sollte ich wirklich hoffen, dass ich nur Watu Kadu selber erledigen muss. Und nicht seine ganze Armee hier. Wobei es geht. Na, okay. Ich nehme schon mal nicht an, dass ich Watu Kadu selber übernehmen kann. Okay, das hat ordentlich gesessen. Das hat ordentlich gesessen. So, Konstantin, Rundumschlag, Soti, Massenheilung, du heil dich mal selber, du kannst sie nicht mehr heilen. Die Animaten halten nämlich zum Glück nicht viel aus. Konstantin hat nämlich gerade drei ziemlich schnell zu Brei geschlagen. Mit seinem Dreifachangriff da. War ja klar, dass Adolf noch umfallen muss. Kleiner Schild einhändig. The patient hunter is often the best friend. Where others found a hasty demise, you find victory. Well done. Der geduldige Gegner ist oft der am besten genährte. Wo andere einen schnellen Tod fanden, fandest du den Sieg. Gut gemacht. Yay, Sieg. So, das heißt, wir können... Wir müssen ja nicht unbedingt hier rasten. Wobei, wir sollten hier rasten. Dann können wir den Schmelztiegel verlassen und damit das DLC beenden. Yay. Das war jetzt, glaube ich, auch 6 oder 7 Aufnahmesessions, die ich am Schmelztiegel gehockt bin. Ah,
Cardo, Jam, what can I eat? Of course. So. Frage ich mich jetzt aber gerade, es gab doch einen Weg hier hoch. Welcome, Champion of the Hunt. Your private seating awaits. Willkommen, Meister der Jagd, dein Privatsitz. So hard for a crown and a set of stairs. Hope this at least comes with a free massage. My back's killing me. Wenn ich bedenke, dass ich so hart für eine Krone und ein Treppchen gekämpft habe, hoffentlich gibt es wenigstens eine kostenlose Rückenmassage mit dazu. Mein Rücken bringt mich um. Oh, ich habe ganz vergessen. Nochmal mit, nicht Engari, mit Humaye zu reden. Humaire. Och, es gibt Ästen. Ästen, Essen. Kapitänsbankett. Aber mehr sehe ich von hier oben auch nicht, oder? Nö, nur ein leeren Schmelztiegel. Der auch mal saniert werden könnte mit dem abgebrochenen Teil da. Gut, mit Homer reden und dann verschwinden wir. Von der Insel. Für immer und ewig. So, hast du noch was zu sagen? Champion. You again honor the Crucible with your presence. Grüße, Meister, der erste Schmelztiegel erläutert mit deiner Anwesenheit. Ich habe noch eine andere Frage. Ich will mehr über diesen Wettstreit erfahren. Ja. Was passiert, wenn ich sage, ich will meinen Titel verteidigen? You again, the crowd will cheer your name. The pool of memories will serve you a new foe. Hunt well. Die Menge wird dir zujubeln. Das Becken der Rettung wird dir einen neuen Feind bieten. Gute Jagd. Wen denn? Hier ist eigentlich nichts mehr außer der verbackte, das verbackte Wettbewerb des Überlebenden. Ja, ich könnte sie noch ausfragen, aber nö. Wozu? Wir gucken, dass wir auf unser Schiff kommen. Und kehren der Insel den Rücken. So. Das heißt, wir begeben uns mal in die Mitte dieses Rasters hier. Und dann überlege ich bis zur nächsten Aufnahmesession, was wir machen. Also, ob wir noch mit den Huana reden, gucken, was die für eine Quest für uns haben. Und dann finden wir heraus, ob wir die Quests alle machen können. Und nur das Abschließen uns, dann eine Fraktion gibt oder ob schon das Machen der Quests und nur eine Fraktion gibt. Ah, das sehen wir dann. Der Vollständigkeit halber würde ich die Quests nämlich alle noch machen, aber nicht abschließen. Oder wie abschließen, aber vorher speichern. Aber das sehen wir dann beim nächsten Mal. LP078 ist der neue Speicherstand. Und dann machen wir jetzt erstmal hier einen Cut. Sehen uns gleich wieder. Ciao, ciao.